Richtung der angegebenen Zeit. Ja, Audi RS3 im Studio hatten wir ihn schon. Wir sind schon mitgefahren. Krasser Winkel. Aber wir sind noch nicht selber gefahren oder ich bin noch nicht selber gefahren. Und das haben wir heute, nämlich wieder auf unserer Landstraße, wie wir es hier immer haben, wo wir schon diverse andere Performance-Fahrzeuge, aber auch normale Fahrzeuge getestet haben. Ford Focus ST, sage ich nur, Golf GTI, Club Sport, Golf R. Alle viele weitere Civic Type R zum Beispiel auch. Und jetzt heute haben wir den Audi RS3 auch als kleine, ja, bisschen mehr als Pocket Rocket, denn wir haben hier den legendären 5-Zylinder drin, 400 PS, 500 Newtonmeter und in dieser knalligen Farbe, die heißt Tangorot, kostet 700 Euro Aufpreis, aber die ist es wert. Und damit ein herzliches Willkommen zu Automativ.de. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind heute mit mir, mit Benjamin. Wir gehen heute fahrtechnisch, fahrdynamisch dieses Auto hier durch. Ich habe ja gerade schon gesagt, im Studio waren wir schon. Wir haben im Studio schon ganz schön viele Details an der Außenhaut, auch viele Details im Interieur beleuchtet. Hier nochmal die Verlinkung dazu. Da gehen wir heute nur noch ein bisschen darauf ein, denn heute konzentrieren wir uns wirklich aufs Fahren. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Auto hier in der Natur an, weil in der Natur ist ja natürlich immer ein bisschen anders, als wenn wir im Studio stehen. Wir haben hier diese massive Front und was uns jetzt hier gerade aufgefallen ist, beziehungsweise dir, ist ja tatsächlich, das Auto schaut vorne ein bisschen aus wie früher der Seat Ibiza Boccanegra, ne? Dieses Sondermodell. Aber natürlich viel, viel cooler. Tausendmal cooler. Wir haben hier das Black-Paket dran. Wir haben sogar die schwarzen Audi-Ringe. Das ist ja nochmal ein Zusatz-Schwarz-Paket dann. Alles schon im Studio auch gesagt, weil genau die Konfiguration hatten wir auch im Studio auch mit dem Tangorot. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, sehr, sehr böse aus. Auch hier haben wir die Matrix-LED-Scheinwerfer. Habe ich gestern Nacht ausprobiert, auch nochmal mit der automatischen Leuchtweitenregulierung, automatisches Fernlicht, sieht man gerade auch eingeblendet hier, genau. Das funktioniert richtig, richtig schön, vor allem wenn man die Sachen jetzt von IQ Light Matrix zum Beispiel kennt, von Volkswagen und so, ist das schon nochmal eine Stufe drüber von der dynamischen Leuchtweitenregulierung, auch im Sinne des Lichts, wie es eben abblendet und wie es aufblendet und so und alles ganz dynamisch. Man sieht es eben gerade hier, das sieht sehr, sehr gut aus und ist schön zu haben. Es ist keine Pflicht für dieses Auto, würde ich sagen. Ich würde sagen auch sogar alles andere, aber nicht das hier, aber es ist schön zu haben auf jeden Fall. Und was wir natürlich auch haben, das haben wir im Studio ja gezeigt, diese Animation hier als kleines Gimmick für diese Scheinwerfer, damit man sich vielleicht noch marketingseitig auch noch für diese Scheinwerfer entscheidet, wo man hier, wenn man das Auto aufschließt, wenn es dunkel ist, der RS3 oder die RS3 Buchstaben in einer Abfolge nacheinander gezeigt werden. Ja, das ist die Front, die sieht wirklich sehr, sehr brachial aus. Ich mache mal den Motor auf, weil das ist natürlich das Allerwichtigste, das Herz hier unter dieser Karosserie. Wir haben ja im VW-Konzern verschiedene Möglichkeiten für Performance, Haubenlift, für Performance-Autos. Wir haben den S3, wenn wir gleich bei Audi bleiben, den hatten wir auch schon vorgestellt, auch dem R, Golf R gegenübergestellt. Wir haben den Golf R, wir haben jetzt sogar das Golf R 20 Jahre Sondermodell mit 333 PS. Auch aber alles mit 2 Liter Vierzylinder Motor. Und dann haben wir, wenn wir in Richtung Cupra schauen, den 5-Zylinder, denselben wie hier, nur mit 10 PS weniger, also mit 390 PS. Und wir haben natürlich den RS3. Der hier dann tatsächlich als einziger im VW-Konzern mit den 400 PS erhältlich ist und bei dem ja, ich hatte es ja auch zuletzt schon angedeutet, auch sehr, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise wir rechnen damit sehr fest, ein Sondermodell noch kommt, das ein bisschen stärker ist, auch im Interieur noch schönere Schaltwippen bekommt und an den Details noch ein bisschen gearbeitet wird. Ich bin gespannt, ob sich diese These hier noch erfüllt. Bleiben wir aber hier bei dem Auto, weil ich finde, dass tatsächlich, auch wenn er nicht stärker geworden ist als sein Vorgänger, der Vorgänger hatte ja auch 400 PS,
war auch in 3,7, 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Das hat diese, also dieselben Werte hat dieses Auto mit diesem Motor immer noch. Aber wir haben ein schöneres Plateau, das hatte ich damals auch schon gesagt, für diesen Motor. Da das Drehmoment ist ein Tick höher, 20 Newtonmeter mehr. Die Leistung wird ein bisschen früher erreicht. All das trägt natürlich zum Fahren viel besser bei. Und ich glaube, das werden wir auch nachher noch erleben. Auf jeden Fall ist es nicht schön, wie der Motor hier drin sitzt, bei all dem Einheitlichen, was wir eigentlich gerade erleben. So jeder 2,0 Liter 14er Performance Motor sieht irgendwie gleich aus. Es gibt nicht mehr wirklich irgendwie was Schönes. Aber bei Audi hat man eben noch diese fünf Töpfe, die man hier angedeutet hat. Beim S3, wir erinnern uns, hatten wir auch 4 leicht angedeutete Töpfe. Hier zu jedenfalls haben wir dann diese 5 mit dieser Carbon-Einlage und dem RS und dem TFSI mit den Audi-Ringen. Das macht schon einen sehr wertigen Eindruck, wenn man das hier öffnet, auch wenn diese Sachen nicht serienmäßig sind. Naja, wie auch immer. Das Auto kostet eben Geld und ich habe mir, weil ich eben so schon ein Fan von 5-Zylinder bin, 1, 2, 4, 5, 3 Zündreihenfolge und auch diese Dissonanz, die immer mitklingt, wenn man richtig durchsteigt und so, das ist schon sehr, sehr cool. Deswegen habe ich mir auch ein Auto konfiguriert, eigentlich fast genauso, wie es hier steht, vielleicht ein bisschen weniger und bin auf 76.000 Euro gekommen. Das ist schon ein richtiger Brocken Geld, wenn man jetzt mal den Golf R anguckt. Wir starten beim Golf R bei 51.000, bei dem hier starten wir schon bei 61.000. Das heißt, wir liegen schon mal 10.000 Euro drüber für den 5-Zylinder und natürlich für Audi. Auch für Interieur, was ein bisschen anders ist, noch ein bisschen wertiger erscheint und so, inklusive Sitze und so weiter. Aber klar, 10.000 Euro, die muss man natürlich auch, wenn man sich dafür entscheidet, erstmal überwinden. Vor allem dann auch noch mit Optionszusatzausstattung, die dann bei 76, ja, man kann ihn auch auf 80.000 sicherlich locker bringen, dann enden. Beim Golf R ist es dann so, auch beim 20 Jahre Sondermodell, dann bist du halt so bei 60, 62, 64.000. Ja, und dann muss man eben gucken, wie man damit bei beiden Sachen zurechtkommt. Jetzt fahrdynamisch. Wir haben hier vorne an der Vorderachse, was ja auch immer wichtig ist, Fahrwerk, was mir vor allem sehr, sehr wichtig ist, wie federt das Auto ein, wie präzise ist der Vorderwagen vor allem, ne? Weil das ist natürlich das erste Ding, was durch die Kurve geht. Wir haben hier ganz normal McPherson Vorderachse, Vorderachsaufbau, was hier jetzt ganz besonders ist. Wir haben hier serienmäßig, haben wir die ganz normalen, können wir Bridgestone-Reifen haben. Wir haben aber optional die Möglichkeit, auch hier Semislicks ab Werk zu konfigurieren. Das sind die Trofeo R-Reifen. Die sind schon biestig, wenn sie kalt sind, aber geil natürlich, wenn sie richtig heiß sind. Und was wir hier noch haben, veränderte Sturzeinstellungen. Das heißt, die Räder sind nochmal sehr, sehr aggressiver hier reingestellt ins Rathaus. Man sieht das auch ein bisschen, wenn man genau von der Seite guckt, dann sieht man, wenn man so ein bisschen den normalen A3, den Serien A3 kennt, dann sieht man, okay, die stehen schon echt brutal im Rathaus und schließen auch dabei natürlich dann optisch schöner ab, ne, weil sie ein Grad gegenüber A3 noch ein bisschen gekippt sind. Und das macht eben noch ein bisschen eine präzisere Spur, kann auch dazu führen, dass auf Autobahnen eher leichter und mehr den Spurrillen folgt, aber das ist jetzt tatsächlich nicht passiert. Die Abstimmung ist wirklich auf der einen Seite harmonisch und auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr präzise. 19 Zöller haben wir hier drauf, das sind optionale Räder. In diesem Design kann man halten, wie man will, kann man auch ja, sagen, gefällt mir nicht. Vor allem mit den Inlays hier, die halt hier drauf lackiert sind. Ja, grau, weiß und schwarz, bisschen viel vielleicht für den einen oder anderen, aber es gibt natürlich auch noch Alternativen von Audi oder es gibt natürlich auch noch Alternativen von Drittherstellern. Fahrwerkshöhe haben wir hier auch 25 mm tiefer als beim A3, also beim Serien A3 und beim S3 gegenüber dem S3 10 mm tiefer. Das alles, auch ein adaptives Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, Hilfsrahmen vorne und so und gewissen Stabilisatoren, also ein richtig komplizierter, recht komplizierter Aufbau vorne, haben wir im RS Dynamik-Paket enthalten. Das kostet knapp 7.000 Euro, ich glaube 6.900 Euro und die Keramikbremse. Und das haben wir tatsächlich hier nicht. Wir haben hier die Stahlbremsanlage, das RS Dynamik-Paket Plus, beinhaltet zwar für die 7.000 Euro die Keramikbremsanlage, das gab es aber erst später und das Auto ist ein älteres. Deswegen haben wir hier
die Stahlbremsanlage mit den optional in rot lackierten, für 300 Euro in rot lackierten Bremssätteln hier. 376 mm Scheiben. Die Keramikbremsanlage hätte dann 380 mm Scheiben und eben Keramik. Nur vorne die Scheiben, die Keramikbremsanlage, hinten ganz normal Stahl, vorne die Keramikscheiben. Wir haben jetzt hier die Stahlbremsen, was auch interessant ist, ob es sich überhaupt lohnt, dann die Keramikbremsanlage zu nehmen. Ich hätte von vornherein auf jeden Fall das RS-Dynamikpaket Plus genommen. V-Max-Anhebung auf 290 km/h, dann das adaptive Fahrwerk und die Keramikbremsanlage. Das ist alles für diese 6.900 Euro enthalten. Die V-Max-Anhebung auf 280 km/h ist eine separate Option. 290 geht nur mit dem Paket. Und die Keramikbremsanlage eben auch in diesem Paket enthalten. Auch das würde sich nur lohnen. Genau, also hier Vorderachse auf jeden Fall, ich fasse kurz zusammen, weil es jetzt ein bisschen länger war. Veränderter Sturz vorne, natürlich ist die Spur auch entsprechend ein bisschen aggressiver geworden. Dann die Keramikbremsanlage, die wir hier nicht haben, aber die Bremszettel in Rot. Und wir haben natürlich das niedrigere Fahrwerk plus die Vorderachskonstruktion McPherson mit dem Hilfsrahmen und den erweiterten Komponenten, die noch dazugehören. Hinten, um das auch noch zu sagen, haben wir eine Mehrlenker, also eine Vierlenkerachse. Das heißt, wir können da auch nochmal, oder Audi kann da nochmal viel, viel feiner steuern. Ist nicht wahnsinnig besonders viel Lenker-Hinterachse, aber es ist gut, sie hier zu haben, weil man kann natürlich dadurch noch ein paar schöne Einstellungen machen. Am Heck hier, da würde ich tatsächlich, habe ich mir überlegt, nimmt man sich den optionalen Spoiler hier oben oder nicht? Carbon-Ausführung würde man dann in Schwarz, bei dieser Konfiguration zumindest, in Kontrastschwarz nehmen. Dann dachte ich mir, vielleicht doch lassen, das Ding, das ja, gibt schon ordentlich Anpressdruck möglicherweise. Also klar, ist kein brutales Teil, so wie im Golf R. Wenn man das brutale Teil haben will, dann optional bestellen. Aber tatsächlich würde ich es dann nicht machen, kostet immerhin auch über 1000 Euro. Schwarzpaket hier würde ich auf jeden Fall nehmen. Auch hier die RS3-Buchstaben hier in Schwarz. Das sieht gut aus, vor allem auch zu dieser Außenfarbe. Und dann haben wir hier unten natürlich diese ovalen Endrohre. Ganz RS-spezifisch mit der Sportabgasanlage im Hintergrund. Wenn man durchguckt, ja, dann sind das hier ja, die großen, eben, die eingefasst sind in zwei kleine Röhrchen, die dahinter sitzen, und ein Diffusor hier in Schwarz. Kontrastierung, Lackierung. Also richtig gut. Ich finde das Auto kompakt, sportlich. Das sitzt gut auf der Straße. Genauso, wenn ich das vorwegnehmen kann, jetzt vom Fazit, genauso würde ich es mir auch konfigurieren. Was nicht so ganz cool ist, ist der Kofferraum, zumindest die Kofferraumgröße. Wer es braucht, vor allem, ja klar, Kinderwagen und so, das ist schwierig. Kind sowieso, Familienauto ist es sowieso nicht. Dann müsste man schon RS4, RS6 gehen, aber hier hinten 292 Liter, das ist nicht der absolute Wahnsinn, wenn man jetzt bedenkt, das Auto, das ist auf Golfklasse oder ist ja die Golfklasse, beziehungsweise ist ja auch ein Golf. 292 Liter ist definitiv im VW-Konzern hier das kleinste Volumen dieser Klasse. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist auch nur ein kleines Manko dieses Autos. Denn heute geht es ums Fahren und genau das tun wir jetzt. So, was ich schön finde hier, das hatte ich ja auch schon gesagt im Studio, dieses Cockpit-Layout, das sieht cool aus. Das sieht ein bisschen aus, klar, wie im Flugzeug oder ein bisschen wie auch im Rennwagen, wenn hier so die Schläuche hier raushängen. Wir haben hier, und das würde ich auch auf jeden Fall bestellen, diese roten Kontrast- bzw. Akzente hier. Das ist Bestandteil des RS-Pakets hier für das Interieur. Da gehören auch die Sitze dazu mit den Nähten und so. Hatten wir aber alle schon im Studio. Was ich jetzt hier fürs Fahren richtig cool finde, natürlich Alcantara bzw. Mikrofaser, eine Mittenmarkierung hier. Was ich hier vermisse, sind diese Pedals. Eigentlich für mich gehören hier längere Pedals hin, sodass man hier, und eigentlich auch feststehende, braucht es nicht, muss nicht, geht auch so, aber ein bisschen längere und vor allem, ja, ein bisschen von der Materialqualität schönere. Das erhoffe ich mir, wenn es denn kommt, beim Sondermodell. Was wir sonst noch haben, schön gemacht, diese Stufenarchitektur mit dem dahinterliegenden, mit dieser Zweiteilung dahinterliegenden Multimedia-System mit der Klimaeinheit. Ich mache mal die Zündung an.
das macht schon einen wertigen Eindruck, allein von der Optik, und es fühlt sich auch gut an. Was ich nicht schön finde, ist dieses Loch hier unten. Das gehört für mich eigentlich zugemacht. Das ist schon ein sehr, sehr großes Loch. Hier ist die induktive Ladeschale des Handys. iPhones werden da richtig, richtig heiß drin, weil sie hat viel Power. Das ist auch gut, weil dann wird auch geladen. Hier diese einzelnen Taster in der Mitte für die Klimabedieneinheit, also von hier bis hier, die sind nicht beleuchtet. Das heißt, wenn man im Dunkeln fährt und sich damit noch gar nicht auskennt, weiß man nicht, wie die hier funktionieren, beziehungsweise sieht die gar nicht. Klar, wenn man es einmal weiß, dann ist es auch kein Problem, weil die Steuerung der Temperatur und so, die funktioniert damit richtig gut. Was wir noch haben, klar, Klarlack hier unten, alles hochglanzschwarz gemacht. Dafür liegt auch das Mikrofasertuch hier, damit man das hier schön immer von Fingerabdrücken befreien kann. Wichtig, damit es nicht irgendwann ein bisschen komisch aussieht. So, würde ich sagen, ich gehe mal gleich zum emotionalen Start in den RS-Modus, damit wir auch gleich die 5 Zylinder hören. Mal sehen, wie sich das hier anhört. Ja, schön satt, nicht so laut. Aber man hört gleich, okay, das muss ein 5-Zylinder sein. Der hat immer diesen, ja, halber V10 fast, diesen echt schönen Klang. So, jetzt gehe ich aber nochmal in den ganz normalen Modus, beziehungsweise in den Efficiency-Modus. Kann ich hier mit Drive Select ja ganz klassisch machen, wenn ich in den Efficiency-Modus gehe, genau. Dann sind wir ganz normal, Fahrwerksabstimmung komfortabel, Getriebeabstimmung auch komfortabel, Lenkung sehr leichtgängig, also ein ganz normaler A3 eigentlich. Damit habe ich gestern oder haben wir gestern auch den ultimativen Kraftstoffverbrauchstest gemacht. Man sieht es ja eingeblendet, über 300 Kilometer waren es, glaube ich, mit einem Verbrauch von 7,5 Litern im Verkehr mitgeschwommen, bisschen Stadt, viel Autobahn. 7,5 Liter gehen tatsächlich, auch wenn man 130, 140 mal fährt, also wirklich ganz normal mitschwimmen. Das macht keinen Spaß mit dem Auto, aber es ist möglich. 7,5 Liter für 400 PS, 1,6 Tonnen knapp wiegt das Auto ja. Das ist nicht schlecht. Genau. Was wir hier auch haben, ist natürlich die ganze Assistenzarmada. Nicht so wahnsinnig modern wie im Audi A8 zum Beispiel. Klar, ist ja logisch, aber wir haben sie hier an Bord. Wir haben ja auch adaptiven Tempomaten, also ACC und so. Spurhalteassistent mache ich jetzt aus mit einem langen Druck am Blinkerhebel und dann geht der Spurhalteassistent weg. So, ich habe mir jetzt, wie in den anderen RS-Modellen auch, den RS-Mode-Schalter hier konfiguriert am Lenkrad. Den finde ich sehr, sehr cool. Da gibt es wieder die beiden RS-Fahrmodi. Wir haben RS1, RS2. Der RS1, den kann man sich hier dann, wenn man hier drauf drückt, hier konfigurieren. Und dann kann man entsprechend die verschiedenen Eigenschaften hier auswählen. Vom Torx-Splitter, wir haben hier keine Lamellenkupplung mehr, sondern einen Torx-Splitter hier am Heck, so dass wir auch damit richtig gut driften können, was wir nicht machen auf den öffentlichen Straßen, was wir aber schon mitgemacht haben, wo wir mitgefahren sind. Hier auch nochmal kurz gezeigt. Genau, ansonsten kann man hier Fahrwerk, Lenkung, Motorsound und so weiter alles einstellen und konfigurieren. Und der RS2-Modus, wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, der ist der RS-Performance-Modus. Der ist ein zweiter Modus, den habe ich jetzt auf komfortabel gestellt. Die Lenkung trotzdem sportlich, aber Fahrwerk komfortabel und das ESC auch ganz normal. Mehr Einstellungen gibt es beim 2er nicht. Also der 1er RS ist deutlich umfangreicher und genau in den gehen wir jetzt auch. Man merkt sofort, er springt in S3. Ich gehe wieder ganz normal auf D3. Aber was ich nicht so ganz cool finde, wir haben ja hier konzernweit ein ähnliches Doppelkupplungsgetriebe-Layout. Was ich aber nicht super cool finde, was ich bei Porsche besser finde, bei Porsche gibt es beispielsweise einen einzelnen M-Knopf noch, also einen Manuell-Knopf, wo das ganze System, das ganze Getriebe hier auch wirklich im manuellen Modus bleibt. Hier geht das nicht. Hier sind wir immer in D oder S. Zweimal ziehe ist ja ein uraltes System. Zweimal ziehe oder im Wechsel eben einmal springt er von S oder D. Ich bin in D. Wenn ich jetzt einmal die Schaltwippe ziehe, nee, geht nicht. Ah, geht im Stand gar nicht.
geht im Stand gar nicht. Das heißt, geht im Stand nicht. Das heißt, ich muss erst mal fahren und dann kann ich, genau, dann kann ich in den M2. Und wenn ich jetzt hier wieder nichts mache, bleibt er für eine längere Zeit im M2, springt dann aber wieder in den D. Das heißt, nur in dem, ich habe es vorhin ausprobiert, nur in dem RS Torque Rear Modus, der ausgesprochen nur für die Rennstrecke oder für abgesperrte Plätze ist, bleibt er dann in dem manuellen Modus. Aber den RS Torque Rear, den im Prinzip Drift Modus, was man beim Golf R als Drift Modus kennt, den will ich jetzt nicht haben. Ich will den Performance Modus haben, den RS Individual Modus und nicht den Torque Rear Modus. Und da habe ich dann eben nicht die Möglichkeit, manuell das Getriebe zu lassen. Wie auch immer, wenn man die ganze Zeit an den Schaltpedals ist, bleibt er in manuell. So kann man das mehr oder weniger eben dann überbrücken. So, wir haben das feste Fahrwerk, die festeste Fahrwerkeinstellung jetzt hier von den Adaptivdämpfern. Wir haben hier wieder diese typisch unruhige Bodenbeschaffenheit. Und man merkt, es ist nicht nur bretthart, sondern auch wahnsinnig präzise. Kurven, null, gefühlt null Karosseriewankungen. Vorderwagen extrem präzise. Und Lenkwiderstand, Lenkpräzision von der Progressivlenkung hier sehr, sehr, sehr direkt. Also man fährt mit dem Auto wie auf Messerschneide und kann genau einsteuern, wie man eben das Auto hier einsteuern möchte. Und auch hier merkt man wieder, ja, sehr, sehr kernig, sehr, sehr viel Rückmeldung von der Lenkung. Das macht Freude. So, zurückschalten. Da hätte ich gern andere Schaltpedals tatsächlich. Bremsen, Druckpunkt ist gut. Und jetzt kann ich schon im Schaltpunkt wieder voll auf das Gas gehen. Und auch relativ, ja, schöne Linie fahren, weil ich den Vorderwagen wirklich sehr, sehr gut in der Hand habe. Auch hier, wir müssen jetzt hier nicht übertreiben, es reicht ja bei diesem, bei dieser Geschwindigkeit hier wieder im Scheitelpunkt aufs Gas und man merkt, wie das Heck leicht kommt. Das Heck hat leicht geschoben und leicht nach außen gedrückt. Das war schon sehr, sehr schön. So, gerade Strecke vor uns, das müssen wir locker schaffen hier mit 0-100. Wir können sogar hier selber messen. Das kennen wir auch aus anderen RS-Modellen. Hier unten Beschleunigungsmessung funktioniert nur auf geschlossenen Rennstrecken nutzen. Ja, genau, sind wir ja natürlich 0-100. Dann muss man in S gehen für die Launch Control. Vollbremse, Vollgas. Jetzt ist das aktiv und los geht's. Boah, der schiebt schon an, der schiebt schon an, das muss man schon sagen. Krass, und wir sind schon auf 122 im dritten Gang. Sekunden hat er jetzt gemessen. Aber das hat man gemerkt, er hat richtig Grip gehabt. Irgendwie scheinen die Temperaturbedingungen richtig gut zu sein. Ich kann hier auch wieder zurückgehen auf die Sportanzeigen und dann hier Reifendruck und Reifentemperatur. Ja, die Reifen sind eigentlich kühl. 24, ja, es ist eigentlich kalt, aber trotzdem war der Grip echt da. Und 3,4 Sekunden ist echt Unterbietung der angegebenen Zeit um 0,4 Sekunden. 3,8 Sekunden sagt die Audi-Werksangabe, 3,4 haben wir gehabt. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt, vor allem mit Vorspannung. Mich hat es ja sowieso gewundert, naja, wenn man hier nochmal reingeht und den zieht es und schiebt es gleichzeitig raus, wie, boah, als würde sich so ein kleiner Riese, ist ja schon so ein bisschen, mit 1,6 Tonnen ist ja nicht Leichtgewicht. Als würde sich so ein kleiner Riese aus der Kurve so richtig, boah, mit aller Kraft rauskratzen. Also richtig krass, richtig krasses Gefühl in diesem Auto, weil einfach alles so
sitzt und alles so kompakt ist, richtig stark. Ja, also diese 3,4 Sekunden, beeindruckend, fand ich schon. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin von den Bremsen positiv überrascht. Bei Audi waren ja immer Bremsen, wo man gedacht hat, ja, Druckpunkt, und wir sind jetzt hier ein bisschen hin und her gebolzt. Druckpunkt ist manchmal ein bisschen blöd und auch tatsächlich, dass sie halt sehr, sehr schnell faden. Manchmal, also bei anderen, bei Kollegen haben sie sogar teilweise geraucht in den Bergstraßen und so. Das war bei Audi ganz gleich wie bei VW nie so ein richtiger Punkt. Jetzt aber habe ich das Gefühl, dass das alles besser geworden ist, dass auch die Stahlbremsen, selbst die Stahlbremsen, einfach standfester geworden sind. Und das macht einen guten Eindruck. Trotzdem würde ich, glaube ich, die Keramikbremsen, wenn ich das Geld zusammenkratzen könnte, würde ich die Keramikbremsen nehmen, weil allein, klar, weniger Bremsstaub, aber auch ein anderer Druckpunkt und sie leben halt dann am Ende doch länger. Ja, der Audi RS3, genauso wie hier steht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, in Tangorot, auch mit diesen schwarzen Applikationen, Carbon würde ich hier gar nicht nehmen an dem Auto, ich persönlich auch die Spiegel nicht, das passt schon so, wie es hier ist, 76.000 Euro, knapp 80.000 Euro, muss man rechnen, vielleicht kommt man ein bisschen runter, aber das Auto, klar, minimale Mankos für mich, die man aber relativ einfach durch Aftermarket retten kann. Schaltwippen, solche Kleinigkeiten eben, würde ich mir hier noch anpassen lassen. Es fährt exzellent. Ich bin ja selten noch so begeistert von diesen ganzen Konzernautos und so, auch wenn man den Hinblick Civic Type R jetzt mal ganz woanders hinschaut zum Beispiel, ist dieses Auto einfach für mich persönlich, persönliche Meinung, bisschen ja stabiler und vor allem ist es alltagstauglicher. Man kann mit dem Auto auch ganz normal fahren, wie mit einem Audi A3 auch. Mit einem Civic Type R ist es schon so, da hat man ein extremes Auto und dann hat man das extreme Auto. Man kann es wenig irgendwie nochmal individuell, wenn man das Auto hat, konfigurieren, so dass es zu einem relativ normalen Auto wird. Man hat immer ein knackiges Schaltgetriebe, immer ein hartes Fahrwerk. Es ist ein kompromissloses Auto. Und hier bei dem Auto, da hat man eben die Möglichkeit der Spreizung. Da kann man sagen, okay, man wählt das jetzt heute so im Efficiency-Modus mit dem weichen Fahrwerk. Kann man schön dahin gleiten, schön zum Einkaufen fahren. Wobei Einkaufen, Kofferraum, klar, 292 Liter, knapp unter 300 Liter, kleiner Kofferraum. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, zur Alltagstauglichkeit dazu. Der Kofferraum ist eben ein bisschen kleiner. Aber ansonsten Stabilität, Emotionalität. Klar, man kann nicht mehr so laut sein. Die Zeiten sind vorbei, in denen RS-Autos zumindest offiziell vom Werk ab Werk richtig viel Krach gemacht haben. Teilweise leider, teilweise kann man das ja nachvollziehen und verstehen. Aber trotzdem, dieser 5-Zylinder-Sound, der ist da. Der ist präsent, der klingt gut, der klingt kernig, auch in den hohen Drehzahlen. Das passt. Beschleunigung, wir haben es gerade gemessen, 3,4 Sekunden jetzt auf den ersten Versuch. 3,4 Sekunden hier, richtig cool, richtig gut. All das ist natürlich schon, jetzt fängt es richtig an zu stürmen, genauso stürmisch wie der RS3, all das ist natürlich schon ein echter Grund für dieses Auto und ich hoffe, wir haben es Ihnen heute ein bisschen näher bringen können, was das Auto kann, was das Auto für Vorteile hat und wie man es am besten konfiguriert. Und damit freue ich mich, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht, unsere Kanäle noch zu abonnieren hier unten und dann können wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.